ist egal. Geht es eigentlich reihum? Darf jeder mal eine Frage stellen? Stell doch mal eine Frage. Stell doch mal eine Frage. Oh Gott, jetzt muss ich mein Getränk wieder räumen. Na gut, ja oder nein? Soll ich eine Frage stellen? Stell mal eine Frage. So. Also, bei parthenogenetischen Eidechsen, also bei Eidechsen, wo es nur Weibchen gibt, ja? Yeah. Und ich wusste nicht mal, dass es das gibt, aber ja. Die sich demzufolge fortpflanzen, die praktisch nur ihre Töchter sozusagen oder sich selbst letztlich nochmal reproduzieren, um praktisch die Ei-Entwicklung zu stimulieren, haben die trotzdem Sex sozusagen mit einem anderen Weibchen, wobei das andere Weibchen den männlichen Part übernimmt. Stimmt das oder nicht? Naja, das ist doch... Die faken dann Sex? Die faken die Rolle. Nicht wirklich, aber die tun so, als ob die hubbeln da so ein bisschen rum. Genau, oder halt. Roleplay. Wir haben jetzt keine Geräte, sage ich jetzt mal. Aber, aber ja, also sie... Also hast du jetzt schon gesagt, es ist dann wahr. Genau, ich hab das schon wahr gesagt. Ne? Ja. Ich finde das überhaupt nicht vorstellbar, obwohl ich schon, also ich hatte davon schon mal ansatzweise gehört, ich finde das total... Es gibt halt einfach alles in der Tierwelt. Also ja, man kann theoretisch einfach Ja sagen und deswegen komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Nilpferd, Muttermilch ist hellblau. Das stimmt. Nein. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich zu sagen. Nein. Irgend sowas habe ich schon mal gehört. Nein. Hellblau? Wirklich? Falsch, sie ist rosa. Wirklich? Ja, okay, aber sie hat irgendeine komische Farbe. Hellblau hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hellblau wäre jetzt komisch gewesen, wäre ich nicht gewusst, was für ein Farbstoff. Ja. Und was vielleicht für kleine Jungen? Ja, es gibt ja immer irgendwas mit keine Ahnung, was mit Blutgefäßen ist, irgendwas, was da immer reinkommt, ist immer ein Hämoglobin, irgendwie weiß ich nicht genau, könnte ich mir vorstellen, dass es da rosa ist, aber blau ist einfach die seltenste Farbe in der Natur. Aber kurz drüber nachgedacht hast du. Ja, weil ja, ich wusste aber nicht. Also ich wusste, dass sie farbig ist, wie gesagt, ich habe nicht die Farbe gemerkt. Ich brauche zwischendrin unbedingt Limo. Ich halte es sonst nicht aus. Ich hole kurz den Flaschenöffner. Ja, und was haben wir denn? Was kannst du mir an? Ich muss das nächste machen. Ist hier. Was ist denn hier? Was ist denn das? Ingwer? Pass mal auf. Aprikot, Mandel. Na komm, wir probieren das. Also bei dem ganzen Wodka hier. Den ganzen Wodka. Ich hatte doch nichts. Du scheinst das hier gut zu vertragen. Na gut. Ach ja. Ja. Ist doch schön mit euch. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Basilisken, die hatten wir letztes Mal schon gehabt. Das sind die, die übers Wasser laufen können. Mhm. Tarnen sich vor allem gerne im Wasser. Die leben ja auch nah am Wasser. Ja, wie soll das gehen? Die laufen ja übers Wasser. Die können übers Wasser laufen, wenn sie fliehen wollen, ja. Sind die denn so Schwimmer? Schwimmen die gerne? Ja. Na dann. Also wenn die gerne schwimmen, dann würde ich es doch im Wasser machen. Zählt auf im Wasser, auch im Wasser? Nee, im Wasser. Beim Laufen so. Also unter der Wasser. Ja, auf dem Wasser, genau, auf dem Schwimmen. Muss genau. Man sich jetzt, also können wir oder nicht... beim Schwimmen, ja, okay. Total können wir beim Schwimmen halt im Wasser. Ich würde gerne, wissen, also können die draußen und drin oder können die, oder muss ich mich entscheiden, ob draußen oder im Wasser? Ja, sag mal so, wenn die zum Beispiel jetzt, wenn man die im Terrarium hält, möchte die züchten, dann braucht man halt ein Wasserbecken, dann weil sie gerne im Wasser fahren. Wenn man es braucht. Jetzt hast du gesagt, braucht. Und deswegen bin ich der Meinung. Was? Wahrscheinlich braucht man das Wasserbecken, weil sie sich nur im Wasser paaren. Oh. Weil er hat den Konjunktiv nicht benutzt. Und deswegen. Wodka für mich ist falsch. Habe ich mir ausgedacht. Was? Das hast du dir ausgedacht? Ich mir ausgedacht. Das ist auch inklusive. Wow. Ja, und wo paaren sie sich dann? Ist es wirklich alle? Ja, danke schön. Oh. Die paaren sich draußen wie jeder andere Leguan auch. Wie jeder andere auch, außer der und der und der. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich um Leguan gehe. Ja, Basilisken. Basilisken sind, also das ist eine Gruppe von Leguan. Beziehungsweise. Jesus Lizard ist das, ne? Richtig? Genau, ja. Bei Harry Potter ist es eine Schlange, aber ansonsten ist es ein Leguan. Ja, okay, das ist mir entgangen. Ja.